Nachdem die Fahrer gebrieft sind, kann es losgehen. Ostersonntag, Aufwärmrunde zum Saisonstart im belgischen Zolder. Insgesamt stehen 1988 12 Rennen auf dem Programm. Und an jedem Rennwochenende gibt es doppelte Spannung, nämlich je 2 Läufe über 100 Kilometer mit getrennter Wertung. Dank Turboaufladung hat Tuner Rüdi Eggenberger dem 2-Liter-4-Ventil-Triebwerk schon über 500 PS entlockt. Die deutschen Regelmacher aber haben dieser gewaltigen Leistung, die früher auch zu Formel-1-Siegen gereicht hätte, bereits vor Saisonbeginn einen Riegel vorgeschoben. Dem Turbo wird durch einen sogenannten Air Restrictor, im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft abgedreht. Aber nicht genug, wie Zolder zeigt. Fahrfehler bei dem einen, technischer Defekt bei dem anderen. Und auch beim Start hat der Routinier aus Essen die Nase vorn. Er setzt sich mit dem knallroten Valier M3 sofort an die Spitze und führt das dicht gestaffelte Feld in die erste Kurve. Schließlich setzt sich Christian Danner durch. Nur wenige hielten den Formel-1-Mann bisher für einen guten Tourenwagenpiloten, doch an diesem Tag erbringt der Münchner eindrucksvoll den Gegenbeweis. Erstmals seit seinem erfolgreichen Formel-3000-Jahr 1985 gewinnt Danner wieder ein Rennen. Das Starterfeld der deutschen Tourenwagenmeisterschaft wird immer größer. Kein Wunder, dass es vor allem in der ersten Kurve zu einem wilden Gedränge kommt. Nicht alle finden den rechten Weg. Nicht alle überstehen unbeschadet das Getümmel. Vorne enteilt Klaus Ludwig. Dahinter behaken sich Kurt Thiem, Peter Oberndorfer und Dani Snobeck. Dass BMW-Piloten gerne unter sich bleiben, muss Klaus Niezwies erfahren. Zwei Runden vor Schluss wähnt sich Ludwig schon als sicherer Sieger. Der Vorsprung auf Dani Snobeck und Peter Oberndorfer sollte eigentlich reichen. Der Favorit heißt Mercedes. Umso überraschender ist es, dass BMW-Mann Harald Groß im Training und in der ersten Runde an der Spitze liegt. Vor einer eindrucksvollen Mercedes-Armada. Neues Spiel, neues Glück für Johnny Cecotto und AMG. Oder ist BMW wieder an der Reihe? Moment, Klaus Ludwig und Ford sind auch noch da. Nach einem völlig verkoksten AWUS-Wochenende hat Ford-Tuner Rüdi Eggenberger reagiert. Tag und Nacht verbrachte er auf dem Motorenprüfstand und stimmte die komplizierte Elektronik des Cosworth-Turbomotors noch besser auf den seit Hockenheim verkleinerten Air Restrictor ab. Mit Erfolg. Klaus Ludwig fährt in Mainz Trainingsbestzeit und führt vom Start ab. Und gleich noch ein Höhepunkt, der Norrisring in Nürnberg. Schon am Samstag geht es im ersten Lauf hoch her. Beim Renommierrennen vor 70.000 Zuschauern wird traditionsgemäß mit härtesten Bandagen gekämpft. Rempeleien gibt es in Hülle und Fülle. Hier schubst Christian Danner unsanft Markenkollegen Rüdiger Schmidt von der Bahn.
Und der Dreher von Rüdiger Schmidt, dem jüngsten Mann im Feld, ist noch lange nicht so spektakulär wie sein anschließender Versuch, einen neuen Rekord im BMW-Hochsprung aufzustellen. Am Sonntag macht dann ein Gewitterregen vor dem Start den Fahrern zu schaffen. Weil es bereits wieder aufgehört hat zu regnen, entschließen sich die meisten Piloten trotz nasser Strecke für profillose Slickreifen. Das Ergebnis? Schon in der Einführungsrunde dreht sich einer nach dem anderen. Die Rennleitung bricht den Startvorgang ab und erklärt den zweiten Lauf, nach hitzigen Diskussionen, zu einem Regenrennen. Der Flugplatz in Niedersachsen ist eine der weniger beliebten Strecken der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Der Belag gleicht einem Waschbrett, die Kurvengeschwindigkeiten sind unverhältnismäßig hoch, Ausrutscher daher programmiert. Diese Erfahrung muss auch Annette Möwissen machen, neben Mercedes Sternitz die zweite BMW Lady. Die abfällige Handbewegung des Streckenpostens soll wohl bedeuten, typisch Frau am Steuer. Ratlosigkeit macht sich breit. Nach mehreren Unfällen entschließt man sich, das Rennen endgültig abzubrechen. Saisonsieg Nummer 6 für Armin Hahne. Und dann kommt auch Klaus Ludwig, der neue deutsche Meister. Riesenjubel bei Ford. Rüdi Eggenberger, Lothar Pinske, Bernhard Grab und Eberhard Braun. Dabei hing der Erfolg an einem seidenen Faden. Die linke Vorderradaufhängung am Grabfort war defekt. Klaus Ludwig ist ein würdiger Titelträger. Für den dreimaligen Le Mans-Sieger ist es nach 1979 und 81 bereits die dritte deutsche Meisterschaft. Bild mit Damen. Eine erfolgreiche Rennserie rüstet für die neue Saison.